Willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Pokémon Mond Video, meine lieben Freunde. Gestern kam ja ein weiterer Trailer raus zu Pokémon Sonne und Mond. Dazu habe ich mich aber auch gestern schon in einem weiteren Video geäußert. Deswegen werden wir nur auf das kleine Thema eingehen, was ich heute für euch rausgesucht habe. Denn heute geht es mal wieder um Type 0 bzw. seine Weiterentwicklung. Denn das Pokémon Amigento, naja, das weist gewisse Ähnlichkeit mit einem anderen Pokémon auf, was wir schon kennen. Und vielen von euch in den Kommentaren ist es auch schon aufgefallen. Denn das Pokémon zeigt gewisse Ähnlichkeiten zu dem anderen legendären Pokémon Arceus oder Arceus oder Arceus oder nennt es doch, wie ihr es nennen wollt, okay? Ich sehe schon wieder irgendwen in den Kommentaren, der mich deswegen irgendwie runtermachen möchte. Auf jeden Fall haben sie von der Statur gewisse Ähnlichkeiten und auch von den Fähigkeiten her. Das krasseste Merkmal ist natürlich seine Fähigkeit Arceus, was vom Namen her Arceus sich auch schon wie Arceus anhört. Das ist echt krass, es sind echt viele Easter Eggs in diesem Pokémon drin, was gewisse Ähnlichkeiten zu Arceus aufweisen könnte. Wir wissen ja auch, dass dieses Pokémon einfach eine, naja, gewisse Art von Menschenerschaffung ist. Das heißt, es wurde von Menschen erschaffen und, naja, es ist ein bisschen genmanipuliert, kann man schon fast sagen. Und viele Leute, beziehungsweise auch ich, schätzen jetzt auch mal natürlich, dass die Hersteller dieses Pokémons einen Arceus-Klon erstellen wollten. Wie es früher bei dieser Mew Mewtwo Ditto-Sache war. Nur, dass das hier noch irgendwie viel krasser ist. Ich meine, man sieht die Parallelen einfach direkt und, naja, die Fähigkeit spricht eigentlich schon Wände. Denn die Fähigkeit Arceus, die sich immer noch anhört wie Arceus, sie heißt übrigens auch nur im Englischen Arceus, im Deutschen heißt sie Alpha-System. Don't know, warum sie hier Alpha-System heißt. Das hört sich auf jeden Fall sehr komisch an. Auf jeden Fall können wir diesem Pokémon ein Item geben, was ihn einen bestimmten Typ gibt. Das war bei Arceus früher diese ganzen Tafeln. Hier sind es andere spezielle Items, die wir noch nicht kennen. Und wenn es zum Beispiel ein Feuer-Item trägt, macht es mit seiner Spezialattacke, die er hat, die heißt übrigens Multi-Angriff, einen Feuer-Move. Wenn er ein Wasser-Item trägt, macht er mit seinem Multi-Angriff einen Wasser-Move. Und immer so weiter. Soweit ich das mitbekommen habe, verändert sich somit auch sein Typ. Das heißt, diese Attacke wird immer Step haben. Ich finde das schon ziemlich cool. Das kann man eigentlich nach Belieben einfach seinen Typen austauschen. Stellt euch mal vor, ihr wärt bei einer Top 4, die es jetzt leider natürlich nicht in dem Spiel gibt, und hat dir verschiedene Typen und ihr wisst die schon. Jetzt könnt ihr einfach für jeden Top 4-Member den Typen dieses Pokémons austauschen. Natürlich hinterfragen wir jetzt noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel, kann man dieses Pokémon eigentlich auch selber besitzen? Denn wir wissen ja, dass Gladio dieses Pokémon besitzt. Und Gladio ist ein Member von Team Skull. Ich glaube nämlich nicht, dass es noch mehrere weitere Pokémon von Type 0 gibt. Weil es ist ja ein erschaffener Klon. Davon sollte es auch nur ein weiteres ein einziges Pokémon geben. Die Frage ist natürlich, können wir es später, naja, auf unsere Seite ziehen und es selber verwenden? Und da muss ich sagen, habe ich echt schon große Hoffnungen. Denn ich meine, warum sollten die so ein cooles Pokémon erschaffen, wenn wir es selber nicht benutzen könnten? Und wenn schon, dann kriegen wir irgendwann auf jeden Fall mal ein Event dazu. Weil irgendwie müssen wir es ja auch bekommen. Eine weitere Frage ist dann auch noch, ist es vielleicht legendär? Denn dieses Pokémon würde es ja dann auch nur einmal geben. Natürlich gibt es auch noch andere Pokémon, die es nur einmal gibt und die nicht legendär sind. Aber macht es das nicht vielleicht schon so ein bisschen zu einem legendären Pokémon? Vor allem, dass es ein Klon von Arceus, dem Gott der Pokémon-Welt ist? Das sind Fragen über Fragen, die mir gerade so ein bisschen im Kopf rumgehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir jetzt auch gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet und wie ihr dazu steht. Findet ihr auch, dass dieses Pokémon gewisse Ähnlichkeit mit Arceus aufhält? Oder denkt ihr eher so, na, interessiert mich nicht, ich glaube da nicht dran? Schreibt es liebend gerne mal in die Kommentare rein und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao, euer Sirlo.